Willkommen zu diesem kleinen Tutorial, wie Sie die Datenbank Nexus Uni für Ihre Haus- oder Facharbeit verwenden können. Zunächst einmal besuchen Sie unsere Webseite der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund über die URL dortmund.de/bibliothek und scrollen Sie dann ein Stück nach unten, bis Sie diese Kachel E-Paper hier sehen. Dort klicken wir einmal drauf und erhalten dann hier eine Übersicht der verschiedenen digitalen Angebote, zu denen Sie mit einem gültigen Bibliotheksausweis Zugriff haben. Darunter dann auch zur Nexus Uni. Wir folgen einmal dem Klick hier, dem Link zur Anwendung. Nachdem Sie sich hier eingeloggt haben mit Ihrer Benutzernummer und Ihrer PIN, gelangen Sie hier zu der Startseite von Nexus Uni. Hier können Sie direkt loslegen, entweder über diesen Suchschlitz, ähnlich wie bei Google, nach Ihren Suchbegriffen zu suchen. Sie können auch über die Schaltflächen Find a Company zum Beispiel zu einer bestimmten Firma, die Sie suchen, sich ein Dossier zusammenstellen lassen mit allen möglichen öffentlichen Informationen dazu. Find an Executive, wenn Sie nach einem bestimmten Manager, einer Managerin Informationen suchen, sowie weitere Möglichkeiten, Patente zu suchen oder Informationen zu Dienstleistern, die selber Informationen oder Nachrichten bereitstellen. In diesem Suchschlitz haben Sie auch die Möglichkeit, einen bestimmten Zeitraum einzugeben, in dem gesucht werden soll. Wenn Sie sich zum Beispiel nur über die aktuellsten Nachrichten der letzten Monate interessieren zu einem bestimmten Thema, können Sie das hier einstellen. Sie können auch einen benutzerdefinierten Zeitraum einstellen, falls das, was Sie suchen, schon etwas länger zurückliegt und Sie sich nur für einen ganz bestimmten Zeitraum interessieren. Und außerdem können Sie auch weitere Einstellungen vornehmen, wonach genau gesucht werden soll, nach Nachrichten, Firmen, Personen und Ähnlichem und können dementsprechend auch nochmal genauer abstufen, welche Quellen da mitunter berücksichtigt werden sollen. Sei es jetzt nur aus allgemeinen Zeitungen, aus der Fachpresse oder Ähnlichem. So, wir gehen einfach mal wieder zurück, stellen das alles soweit ein. Ihnen steht auch eine erweiterte Suche zur Verfügung. Die können wir einmal aufrufen. Da wird Ihnen unter anderem auch eine Übersicht verschiedener Suchoperatoren angezeigt, die Sie verwenden können. Wie diese genau funktionieren, wie sich diese miteinander verknüpfen lassen, können Sie diese Erklärung hier am rechten Bildschirmrand entnehmen. Unter diesem Link, alle Operatoren und Befehle anzeigen, finden Sie noch zusätzliche Informationen dazu, was Sie alles genau eingeben können, um Ihre Suche zu verfeinern. Um jetzt nicht zu viele belanglose Treffer in Ihrer Liste mitzuhaben. Wir starten einfach mal eine einfache Suchanfrage zu dem Thema Deutschland-Ticket. Lass uns das einfach mal anzeigen, was wir dazu so alles finden. So. Und bekommen hier eine Auflistung von Nexus Uni über 10.000 Treffer. Wir hatten jetzt sehr breit gesucht, ohne weitere Eingrenzung, die sich aber mitunter auch mit den Filtermöglichkeiten hier am linken Bildschirmrand noch etwas weiter verfeinern ließe. Auch hier können Sie nochmal Einstellungen vornehmen, falls Sie sich zu einem bestimmten, für einen bestimmten Zeitraum interessieren, wann diese Beiträge veröffentlicht worden sind oder unter anderem auch, ob bestimmte Personen mit genannt werden sollen in diesem Zusammenhang. Bestimmte Stichworte, die damit Verwendung finden sollen, da haben Sie verschiedene Filtermöglichkeiten, das weiter einzugrenzen. Kommen wir einmal zu den Treffern selber in dieser Suchleiste. Hier oben haben Sie neben diesem Suchbegriff, nachdem Sie gesucht haben, auch noch diese blaue Schaltfläche Aktionen. Wenn Sie dort drauf tippen, haben Sie unter anderem die Möglichkeit, Duplikate zu gruppieren, also falls eine bestimmte Nachrichtenmeldung nahezu exakt von verschiedenen Webseiten oder Zeitungen publiziert worden ist, haben Sie hier zum Beispiel die Möglichkeit, diese zusammenzufassen, um nicht in Ihren Suchergebnissen immer und immer wieder über exakt die gleiche Nachrichtenmeldung zu stolpern. Rufen wir einfach mal so einen Treffer auf.
Da wird Ihnen dann der Artikel selbst angezeigt, wo dieser Artikel genau herkommt, die Quelle, das Veröffentlichungsdatum, sowie haben Sie hier über diesen Button Zitationen exportieren auch noch einmal die Möglichkeit, unter einem bestimmten Zitationsstil vorformatiert eine Quellenangabe sich ausstellen zu lassen, direkt von Nexus Uni, die Sie dann, sofern Sie diese Quelle für Ihre Arbeit verwenden wollen, direkt kopieren und in Ihre Arbeit mit einfügen können. Ich hoffe, diese kurze Erklärung hat Ihnen geholfen, loszulegen, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit Nexus Uni. Schönen Tag!